Dann frage ich noch einmal nach, ehe ich weitermache. Es bleibt dabei, wir setzen die Tagesordnung fort. Gut, dann rufe ich Tagesordnungspunkt 11, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD, Gesetz über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum, Wohnraumschutzgesetz, auf, zusammen mit Tagesordnungspunkt 40, erste Lesung, dringlicher Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE, Gesetz gegen Leerstand und Zweckentfremdung von Wohnraum. Und als Erstes hat sich die Abg. Barth der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die SPD-Fraktion bringt heute einen Gesetzentwurf über das Verbot der Zweckentfremdung, kurz Wohnraumschutzgesetz, ein. Bis vor einigen Jahren sind wir generell aufgrund der demografischen Entwicklung noch von einem Schrumpfen unserer Städte ausgegangen. Gerade die Städte wachsen jetzt aber wieder. Andere Bundesländer haben bereits die Konsequenzen gezogen und gehen inzwischen wieder gegen Zweckentfremdung vor. Bayern seit 2009, Nordrhein-Westfalen seit 2012, Berlin seit 2014 und so weiter. Und auch wir, meine Damen und Herren, wollen jetzt wieder handeln. Gerade in begehrten Wohnlagen haben wir inzwischen eine erschreckende Entwicklung. Menschen werden durch immer schneller steigende Mieten aus ihren angestammten Wohnmilieus vertrieben. Ganze Stadtteile verändern ihr Gesicht. Aus sympathischen Studentenvierteln werden schicke Quartiere mit teuren Eigentumswohnungen. Ja, wir müssen bauen, bauen, bauen. Aber damit allein ist es nicht getan. Denn Wohnungspolitik besteht aus vielen Instrumenten, und eines davon ist der Schutz bezahlbaren Wohnraums im Bestand. Und hier, meine Damen und Herren, ist die alte und neue Koalition in Hessen bisher ziemlich blank. Es gibt drei Sachverhalte, gegen die wir endlich wieder vorgehen müssen. Erstens die klassische Zweckentfremdung durch die Umwandlung von Wohnraum in Gewerbe. Zweitens die Umwandlung von Mietwohnungen im Bestand in meist teure Eigentumswohnungen. Und drittens, auch ganz wichtig, Leerstand mit dem Ziel der Immobilienspekulation. Ich werde zu allen drei Punkten etwas sagen, und ich habe auch schon in der Presse gelesen, meine Damen und Herren von der Koalition, was Sie zu unserem Gesetzentwurf sagen. Erstens. Spätestens seit der Brexit-Entscheidung hat der Gewerbeimmobilienmarkt im Rhein-Main-Gebiet wieder erheblich angezogen. Herr Kasseckert, wenn Sie in der Presse behaupten, dass wir momentan keine wesentliche Umwandlung von Wohnraum in Gewerbe haben, muss ich leider sagen, da sind Sie wirklich von gestern. Und auch Sie, Frau Förster-Heldmann, Zitat, es gäbe ein Überangebot an Gewerberaum. Das war doch vielleicht vor 5 Jahren so, aber der Markt hat sich doch schon längst gedreht. Die Frankfurter Wirtschaftsförderung konstatiert, dass momentan mehr neue Arbeitsplätze entstehen, als dass die Einwohnerzahl wächst. Im IHK-Gewerbemarktbericht 2018 steht, Zitat, der Boom auf dem Markt für Gewerbeimmobilien im IHK-Bezirk Frankfurt am Main hielt auch im Jahr 2017 weiter an. Das Handelsblatt vom 15. Januar. Brexit lockt mehr Finanzinstitute nach Frankfurt als erwartet. Mehr als 45 Institute, meine Damen und Herren, sind dabei, ihre Präsenz in Deutschland neu zu etablieren oder signifikant zu stärken. Und jetzt sage ich, raten Sie doch einmal, wo. Ich sage noch einmal, Sie sollten jetzt wirklich erkennen, die Welt hat sich weitergedreht. Wenn Wohnraum in angespannten Märkten neu gebaut wird, dann in der Regel teure Eigentumswohnungen, und zwar genau dort, wo bisher oft einfache Mietwohnungen standen. Aber mit denen verdient man eben nicht so viel Geld. Und damit wären wir beim zweiten Punkt, nämlich der Umwandlung von Mietwohnungen in Bestand in Eigentum.
Als die Quadratmeterpreise für Wohnungen vor einigen Jahren im Rhein-Main-Gebiet noch bei 3.000 Euro pro Quadratmeter lagen, sprachen viele von einer Blase. Inzwischen liegen sie bei 5.000 bis 8.000 Euro, und auch da wird noch gekauft. Insofern ist es doch ganz klar, wie Investoren vorgehen, wenn sie in Boomstädten Immobilien erwerben. 8.000 Umwandlungsanträge wurden in Frankfurt in den letzten 5 Jahren gestellt. Meine Damen und Herren, und hier ist die Aufgabe von Staat. Wir müssen vorhandenen bezahlbaren Wohnraum schützen. In § 556d aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch ist die Definition für angespannte Märkte geregelt. Und in diesen Städten gilt auch die Mietpreisbremse. Die SPD will, dass genau dort die Gemeinden Satzungen erlassen, die ihnen einen Genehmigungsvorbehalt ermöglicht. Bei jeder Immobilie, die umgewandelt werden soll, muss dann hingeschaut werden. Natürlich kann im Einzelfall auch anders entschieden werden. Deswegen ist es ja ein Genehmigungsvorbehalt. Aber die Kommune hat dann eben ein hartes Instrument für ein Veto, wenn bezahlbarer Wohnraum vernichtet wird. Auch vorhandene Milieuschutzsatzungen werden damit wirkungsvoller. Nun noch zum dritten in manchen Bereichen wichtigster Punkt, nämlich den spekulativen Leerständen. Paradox. Trotz Wohnungsmangel stehen in Frankfurt und auch anderen Städten viele Wohnungen leer. Fischerfeldstraße, Allerheiligenstraße, Friedberger und Eschersheimer Landstraße. Wer mit offenen Augen durch Frankfurt geht, sieht es. Leerstand ist momentan eben nicht verboten. München hat 2017 mit dem Bayerischen Zweckentfremdungsgesetz knapp 300 Wohnungen wieder dem eigentlichen Zweck zugeführt, Hamburg knapp 200. In Frankfurt wurden von 1985 bis 2004 8.500 Wohnungen wieder dem Mietmarkt zugeführt. Auch das habe ich in den Statistiken gefunden. Meine Damen und Herren, das wollen wir wieder haben. Sie können gar nicht so viel bauen, wie gleichzeitig bezahlbarer Wohnraum im Bestand verschwindet, ob durch auslaufende Belegrechte, steigende Mieten, Umwandlungen und vieles mehr. Nicht zuletzt haben wir doch zeitgleich mit den letzten Wahlen eine Verfassungsänderung beschlossen, in Artikel 26d, in der steht, der Staat fördert den Erhalt und die Errichtung von angemessenem Wohnraum. Auch den Erhalt, meine Damen und Herren, das kann und darf nicht nur ein Lippenbekenntnis sein. Letzter Satz. Bitte lassen Sie uns heute ein starkes Zeichen für den Erhalt bezahlbaren Wohnraums setzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Barth. Das war eine exakte Punktlandung. Als nächstes hat sich der Abg. Schalauske der Linksfraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Lage am Wohnungsmarkt in Hessen ist dramatisch. Im Rhein-Main-Gebiet, an den hessischen Hochschulstandorten, aber auch in mittleren Städten herrscht ein eklatanter Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Zunehmend mehr Menschen in Hessen sind von Wohnungskrise und Mietenwahnsinn betroffen, längst auch solche mit mittlerem Einkommen. Vielerorts müssen Menschen mit geringem Einkommen mehr als die Hälfte davon für die Miete ausgeben, und vielerorts werden Menschen aus ihren Wohnungen und Stadtteilen verdrängt. Diese Situation ist und bleibt nichts anderes als ein Skandal, mit dem wir als LINKE uns niemals abfinden werden. Wohnen ist ein Grundbedürfnis, Wohnen ist ein Menschenrecht, und die Versorgung mit Wohnraum ist zu wichtig, um sie dem Markt zu überlassen. Sie muss eine öffentliche Aufgabe sein. Was hat die schwarz-grüne Landesregierung in den letzten Jahren getan, um die Wohnraumversorgung sicherzustellen? Erschreckend wenig. Wie die jährlichen Anfragen unserer Fraktion belegen, hat sich die Zahl der Sozialwohnungen seit Anfang der 1990er Jahre mehr als halbiert. Ende 2017 waren es nur noch 85.000 solcher Wohnungen, die verfügbar waren. Gleichzeitig steigt die Zahl der anspruchsberechtigten Haushalte immer weiter in die Höhe.
also diejenigen, die nicht mit einer Sozialwohnung versorgt werden können. Mittlerweile ist sie mit über 51.000 so hoch wie nie. Nirgendwo wird das Missverhältnis zwischen der sozialen Realität und dem schwarz-grünen Blindflug in Sachen Wohnungspolitik deutlicher als anhand dieser Zahlen, meine Damen und Herren. Auch sonst enthält der Koalitionsvertrag im Bereich Wohnen in erster Linie Ankündigungen, Absichtserklärungen und schöne Worte, echte Ideen und verbindliche Konzepte, Fehlanzeige. Angesichts der drängenden Not vieler Mieterinnen und Mieter ist der Plan, den Sie sich auf den Regierungsbänken für die nächsten Jahre vorgenommen haben, nichts mehr als ein Armutszeugnis. Aber immerhin, an einer Stelle scheinen Sie sich zu bewegen. In Kommunen mit angespannten Wohnungsmärkten soll für die Umwandlung von Miet- und Eigentumswohnungen in Zukunft ein Genehmigungsvorbehalt gelten. Dieser Schritt ist zu begrüßen. Aber selbst wenn der tatsächlich umgesetzt wird, bisher wissen wir ja weder wann noch in welcher Form, diese einzelne Maßnahme bleibt weit hinter dem zurück, was notwendig wäre. Eine von den vielen sinnvollen Maßnahmen, die wir dringend brauchen, wäre ein umfassendes Verbot von Wohnraumzweckentfremdung, so wie es in Hessen bis zur Abschaffung durch die CDU 2004 gegolten hat. Und darauf ist schon hingewiesen worden, in vielen Bundesländern wie Hamburg, Berlin oder Bayern weiterhin oder wieder gilt. Natürlich ist ein solches Wohnraumzweckentfremdungsverbot kein Allheilmittel gegen die Wohnungskrise. Es würde den Kommunen aber ein wichtiges Instrument an die Hand geben, mit dem sie erstens aktiv gegen Wohnraumzweckentfremdung, zweitens gegen spekulativen Leerstand und drittens gegen die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen vorgehen und so den Bestand an Wohnraum effektiv schützen könnten. Und um welche Größenordnung es hier geht, das lässt sich anhand einiger Zahlen verdeutlichen. Es sind ja auch schon Zahlen genannt worden. In Frankfurt, in den rund 30 Jahren, in denen es dort eine entsprechende Satzung gab, konnten fast 9.000 Wohnungen aus einer zweckfremden Nutzung zurückgewonnen werden. Vor 3 Jahren hat ein Vertreter eines Frankfurter Mietervereins geschätzt, dass in Frankfurt aktuell bis zu 1.000 Wohnungen zurückgewonnen werden könnten. Das, meine Damen und Herren, ist doch eine sehr relevante Größenordnung und ein wichtiger Schutz von bezahlbarem Wohnraum. Unsere Fraktion in Person meines Kollegen Hermann Schaus hat in den letzten Jahren mehrfach einen eigenen Gesetzentwurf zum Verbot von Wohnraumzweckentfremdung vorgelegt, der in der Anhörung immer auf breite Zustimmung gestoßen ist, außer natürlich bei den Vertreterinnen der Immobilienwirtschaft. Kein Wunder. Nichtsdestotrotz haben CDU und GRÜNE diesen Entwurf immer abgelehnt. Damit haben die Regierungsfraktionen in der Vergangenheit leider bewiesen, dass es der Koalition an einem politischen Willen für eine konsequente soziale Wohnungspolitik leider mangelt. Angesichts dieser Blockadehaltung von CDU und GRÜNEN begrüßen wir es ausdrücklich, dass die SPD nun einen eigenen Gesetzentwurf vorgelegt hat. Er ist in vielen Punkten fast wortgleich aus Bayern übernommen und erhält auch Punkte, die wir positiv finden und entsprechend in unserem Gesetzentwurf übernommen haben, etwa die Festsetzung einer möglichen Geldbuße von bis zu 500.000 € für den Fall, dass Wohnraum ohne eine entsprechende Genehmigung zweckentfremdet wird. Aber das Gesetz oder der Gesetzentwurf bleibt in einer Reihe von Punkten auch hinter den eigentlichen Erfordernissen zurück. Deshalb sagen wir, der SPD-Entwurf ist ein Schritt in die richtige Richtung, geht aber angesichts der realen Probleme leider nicht weit genug. Deshalb haben wir uns entschlossen, unseren Gesetzentwurf auf der Grundlage der Vorarbeiten der vergangenen Legislaturperiode noch einmal zu überarbeiten und haben einen eigenen dringlichen Gesetzentwurf vorgelegt. Ich will Ihnen 4 Punkte nennen, wo wir glauben, dass unser Entwurf entschiedener ist als das, was die SPD vorgelegt hat. Erstens der Anwendungsbereich des Gesetzes. Es ist nicht einzusehen, warum die Möglichkeit, eine Zweckentfremdungssatzung aufzustellen, nur den wenigen Kommunen vorbehalten werden soll, in denen die Mietpreisbremse gilt. Stattdessen fordern wir, dass alle Kommunen, die einen erhöhten Wohnungsbedarf haben, eine entsprechende Satzung aufstellen sollen und alle weiteren Gemeinden dies tun können, wenn sie es denn für notwendig halten. Zweitens
Zweitens möchten wir, dass auch in Bayern und Berlin, so wie in Bayern und Berlin die Dauer des zulässigen Leerstandes auf 3 Monate begrenzt wird. Drittens erscheint es uns unbedingt notwendig, die Bedingungen, unter denen eine Genehmigung für eine Zweckentfremdung von Wohnraum erteilt wird, möglichst konkret und eng zu fassen, um Umgehungsstrategien von Investoren und Wohneigentümern zu verhindern. Und viertens wollen wir den Kommunen eine wirkliche, wirkungsvolle Handhabe geben, um gegen Wohnraumzweckentfremdung vorzugehen. Und hier braucht es auch eindeutigere Vorgaben, als es der SPD-Entwurf vorsieht. Wir wollen deswegen ein striktes Rückführungs-, Räumungs- und Wiederherstellungsgebot verankern, das die Verfügungs- und bzw. Nutzungsberechtigten verpflichtet, den zweckentfremdeten Wohnraum rasch wiederherzustellen. Und für den Fall, dass sich diese weigern, wollen wir eine Ultima Ratio den Kommunen geben, nämlich einen Treuhänder, eine Treuhänderin einzusetzen, um die notwendigen Maßnahmen umzusetzen, natürlich auf Kosten der Eigentümer. Wir glauben, dass erst mit diesem Drohpotenzial die Voraussetzungen geschaffen werden, um die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen wirkungsvoll zu bekämpfen und auch zu unterbinden und gegen spekulativen Leerstand und Wohnraum in Zweckentfremdung vorzugehen. Meine Damen und Herren, es braucht ein richtig scharfes Schwert, um sich mit den privaten Investoren anzulegen, um diese einzuhegen, und es braucht noch viele weitere Maßnahmen, um die Wohnungsversorgung wieder stärker in öffentlicher Hand zu übernehmen, um damit etwas zur Entlastung der Mieterinnen und Mieter in Hessen beizutragen. Die Enteignung, die wahre Enteignung, war der Verkauf von vielen öffentlichen Wohnungsbeständen in Hessen durch die Kommunen. Da ist die Bevölkerung enteignet worden, Herr Pentz. Vielen Dank, Herr Schalauske. Als Nächster hat sich der Abg. Schulz von der AfD-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kollegen, meine Damen und Herren! Wir finden es gut, dass Sie, liebe SPD, den bezahlbaren Wohnraum schützen wollen. Es stimmt, dass wichtige Instrumente zum Schutz bezahlbaren Wohnraum fehlen. Da sind wir uns einig. Nur wie kann man etwas schützen, was nicht existiert, zumindest nicht im Rhein-Main-Gebiet? Sollen wir nicht erst bezahlbaren Wohnraum schaffen und dann über Instrumente reden, wie wir diesen schützen wollen? Wenn Sie etwas schützen wollen, dann geben Sie Ihren Genossen in Berlin den Tipp, das Einkommen der Bürger zu schützen. Es bringt doch nichts, über bezahlbaren Wohnraum zu philosophieren, wenn dem Bürger am Ende des Monats nichts übrig bleibt von seinem hart verdienten Geld. Letztlich liegt doch die Ursächlichkeit in dem Versagen Ihrer Politik, den Sie versuchen, nur mit einem neuen und unzulänglichen Eingriff wieder zu korrigieren. Sieben der 10 größten Städte Hessens werden von einem SPD-Oberbürgermeister regiert. Das zeigt doch, dass die SPD nicht weiß, wie man bezahlbaren Wohnraum schafft und nichts Besseres im Sinn hat, als bei den LINKEN abzuschreiben. Da Sie es nicht schaffen, andere Lösungen zu finden, wollen Sie es auf dem Rücken der Wohnungseigentümer austragen, wodurch diese de facto um ihre Altersvorsorge gebracht werden. Wir sind jedoch für Eigenheime, unter anderem auch deshalb, weil dadurch eine Altersvorsorge für den hart arbeitenden Bürger geschaffen wird. Darum sprechen wir uns klar gegen die Wiedereinführung dieses Gesetzes aus. Für den Preisanstieg von Wohnraum ist nämlich meist der Staat, das heißt Sie selbst, verantwortlich. Neue Gesetze, behördliche Auflagen,
Bauwerks- und Planungskosten, steuerliche und baurechtliche Vorgaben und Auflagen von Kommunen haben den Hausbau stark verteuert, beispielsweise bei der Dämmung. Auf diesen kurzen Nenner bringt es die Studie Kostentreiber für den Wohnungsbau, die von den 7 führenden Verbänden der Bau- und Immobilienbranche in Auftrag gegeben wurde. Unsere Aufgabe muss es sein, Anreize für inländische Investoren zu schaffen. Zudem müssen wir stärker die Baulandoffensive Hessen unterstützen, denn vielerorts finden Investoren keine geeigneten Grundstücke. Bauflächen sowie Baugenehmigungszeiten müssen sich verändern. Zusätzlich benötigt es bezahlbaren und preiswerten Baugrund. Es müssen Neuerschließungen von Bauländern geschaffen werden, in den Städten sowie auf dem Land. Für den ländlichen Raum müssen neue und bessere Infrastrukturen geschaffen werden. Es muss unkomplizierter werden, Wohnraum zu schaffen. Das Gesetz über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum schafft kein Quadratmeter neuen Wohnraum. Deswegen ist die AfD-Fraktion der Meinung, dass dieses Gesetz auch weiterhin außer Kraft gesetzt bleiben soll und lehnt diesen Gesetzentwurf ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Schulz. Das war die erste Rede hier in diesem Haus. Herzlichen Glückwunsch. Als nächstes hat sich der Abg. Lenders der Freien Demokraten zu Wort gemeldet. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich habe eigentlich gedacht, wir hätten in diesem Parlament schon alles zum Zweckentfremdungsgesetz gesagt, was dazu zu sagen ist. So kann man sich irren. Meine Damen und Herren, um das einmal vorwegzuschicken, 10 €, 20 € oder gar 33 € Kaltmiete in Frankfurt, das ist für den Normalverdiener einfach nicht mehr bezahlbar, dass wir dort gegensteuern müssen. Ich hoffe, da sind wir uns zumindest an diesem Punkt in diesem Hause einig. Meine Damen und Herren, es ist aber auch, Frau Barth, das muss man sagen, leider Gottes nicht nur ein Frankfurter Problem. Mittlerweile haben wir das in allen Ballungsräumen und jeden größeren Städten, überall da, wo die Menschen eher wieder in die Metropolen zurückkehren. Und das ist auch deren gutes Ansinnen. Meine Damen und Herren, da sehen wir solche Entwicklungen am Wohnungsmarkt. Herr Pentz, weil Sie der Linken ja eben dann die Zwangsenteignung dann ja die ganze Zeit reingerufen haben, Vorsicht an der Bahnsteigkante. Sie haben letztes Jahr mit den Kollegen von den Grünen das Wohnraumaufsichtsgesetz verabschiedet, was nichts anderes ist als ein Zweckentfremdungsgesetz. Also vorsichtig bei dem, was Sie da gemacht haben, und bei Ihrer Wortwahl immer mal hingucken, was man da so selber so schon mal auf den Weg gebracht hat. Ich verstehe auch, dass die SPD hier ein vernünftiges Instrument gefunden hat, um die GRÜNEN zu ärgern, weil die GRÜNEN ja auch immer gerne für das Zweckentfremdungsgesetz eingetreten sind. Ob das Gesetz allerdings auch geeignet ist, wirklich die Wohnungsnot oder den Wohnungsnotstand im Rhein-Main-Ballungsraum zu lindern, da habe ich doch meine argen Zweifel. Weil am Ende ist ein Zweckentfremdungsgesetz ein wahnsinniger Eingriff ins Eigentumsrecht. Und aus diesen Gründen hat auch das Bundesverfassungsgericht klare Vorgaben gemacht. Sie haben, ich glaube, da kann man zumindest darüber diskutieren, den Geltungsbereich auf die Mietpreisbegrenzungsverordnung angepasst. Das ist zumindest, liegen dort Daten zugrunde, die auch regelmäßig wieder neu erhoben werden. Ob das allerdings ausreicht, um den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zu entsprechen, das müssen wir sicherlich einer Anhörung mal abwarten. Es ist ein Anhaltspunkt, wo man dann darüber reden kann oder streiten kann. Aber ich alleine glaube, dass das Verfassungsgericht, was die uns als Aufgabe auch mitgegeben haben, nämlich zu überprüfen, wie ist denn tatsächlich die Wandlung, die Umwandlung von Gewerbeflächen, zum Beispiel, was ja großer Bestandteil Ihres Gesetzentwurfs ist,
von Wohnungen in Gewerbeflächen. Und, meine Damen und Herren, Kollegin Barth hat darauf abgehoben, aber wir haben die Situation nach wie vor, gerade im Rhein-Main-Ballungsraum, dass wir 7 bis 8% Leerstand bei den gewerblichen Flächen haben, gerade bei den Büroflächen. Und es wird auch zunehmen. Neue Formen wie das Coworking Space haben zur Folge, dass sie weniger Raum, aber für mehr Büroarbeitsplätze benötigen. Meine Damen und Herren, deswegen ist auch das alleine ein Indikator. Selbst wenn das Gesetz eine Mehrheit finden würde, glaube ich, dass Sie es zudem in diesem Bereich nicht zur Anwendung bringen können, weil Ihnen das Verfassungsgericht da klare Vorgaben gemacht hat. Meine Damen und Herren, dann haben Sie den anderen Teil auch dafür verwendet, zu sagen, keine Wandeln von Mietwohnungen, Eigentumswohnungen. Da muss man aber noch dazu sagen, das sind doch viele kleinere und mittlere Einkommen, die aus einer Situation heraus, dass ihre vielleicht auch aus der Bindung fallenden Wohnungen jetzt für den Wohnungsmarkt angeboten werden, zum Verkauf angeboten werden. Dass es dort viele Mieter gibt, die sich solch eine Wohnung dann auch kaufen wollen, um sich eben auch vor steigenden Mieten abzusichern, ein Stück weit auch Altersvorsorge betreiben. Wir sind in Deutschland nach wie vor ein Volk von Mietern und nicht ein Volk von Eigentümern. Und ich glaube, wir sollten stärker das Instrument des Eigentums betonen. Deswegen habe ich an der Stelle mit dem Gesetzentwurf auch erhebliche Probleme. Und, meine Damen und Herren, schauen wir auf die Konsequenzen, die Sie in Ihrem Gesetzentwurf vorgesehen haben. Das ist Bürokratie, geht damit einher. Begehungsrechte, also wiederum ein Eingriff in die Eigentumsrechte, bei Verstößen gegen die Auskunftspflicht 50.000 € Bußgeld, bei Verstößen gegen das Gesetz an sich 500.000 € Strafen. Das ist das Grundgesetz auf Unverletzlichkeit der Wohnung, wird per Satzungsrecht auf die Gemeinden übertragen. Das muss man sich einmal vorstellen. Einer der tiefgehendsten Grundrechte der Menschen wird als Satzungsrecht der Gemeinde übertragen. Ob das einem rechtsstaatlichen Prinzip noch entspricht oder den Verfassungsvorgaben, da habe ich auch meine großen Zweifel. Aber ganz problematisch wird es dann natürlich an der Stelle, wer will als privater Investor unter mit solchen Vorgaben eigentlich noch Häuser bauen, Wohnungen bauen. Wenn ich mein privates Geld entscheiden muss, ob ich es mit solchen Vorgaben in den Wohnungsbau investiere oder an anderer Stelle, dann werde ich mich mit solchen Vorgaben dafür entscheiden, mein Geld irgendwo anders in die Hand zu nehmen. Meine Damen und Herren, wir brauchen die privaten Investoren, um die Herausforderungen am hessischen Wohnungsmarkt zu lösen. Es ist schon ein bisschen das Problem, dass wir hier immer wieder die privaten Investoren verschrecken. Das geht alles noch so lange gut, solange wir einen Zinsmarkt haben, der es scheinbar noch attraktiv gestaltet, ins Betongold zu investieren. Meine Damen und Herren, aber wehe dem, dieser Zinsmarkt ändert sich einmal, dann kriegen wir dann aber an der Stelle ein richtiges Problem. Ich hätte mich gefreut, wenn die SPD-Fraktion weiterhin bei ihrer Maßgabe geblieben wäre. Der Kollege Michael Siebel, auch der Fraktionsvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel, hat es immer wieder gesagt, wir werden das Problem nur lösen, wenn wir bauen, bauen, bauen. Und Sie müssen, und da haben die Sozialdemokraten ja an dieser Stelle auch recht. Und deswegen fehlen mir auch die Ansätze von der Landesregierung. Wo bleibt denn hier tatsächlich die Bauoffensive? Wo sind denn die Baugrundstücke, die wir so dringend brauchen? Wo ist denn diese Offensive? Wann kommen denn da mal Ergebnisse? Meine Damen und Herren, Ihr Koalitionsvertrag bietet dazu überhaupt keinen Anlass, Hoffnung zu haben, dass wir da irgendwo ein Stück weiterkommen. Und auch neue Ideen. Wir haben jetzt einen neuen Bauminister. Respekt. Er hat zumindest einmal erkannt, also ich meine, so unter uns, also ein größeres schlechtes Zeugnis kann man einer Kollegin eigentlich nicht ausstellen, wenn man die gesamte Abteilung aus dem einen Ministerium in sich ins eigene holt und sagt, so, jetzt werden wir das Problem mal angehen. Also, gut, aber hat ja jeder da auch so seine eigenen Herr Kollege Lenders,
Sie müssten langsam zum Schluss kommen. Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss. Ich würde mir wünschen, dass wir uns darüber unterhalten, wie wir mit dem seriellen Bauen, industrielles Bauen, Steueranreize, Deregulierung, wie wir da wirklich weiterkommen und auch am Ende, wie wir es tatsächlich schaffen, das nötige Bauland dann tatsächlich auszuweisen. Da hat ein neuer Staatsminister alle Chancen. Gehen wir sie ihm, hören wir ihm zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Lenders. Als nächstes hat der Abg. Kasseckert von der CDU-Fraktion das Wort. Bitte schön. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Kollege Rock hat mich aufgefordert, zu sagen, was ich wirklich denke, und dem will ich auch gerne nachkommen. Und deshalb will ich, genau das mache ich eigentlich immer, und deshalb will ich vorweg sagen, dass wir große Probleme, wenn wir das Thema Wohnungsnot hier als ein solches Problem definieren, was es ja in der Tat ist, wenn wir dieses Problem Wohnungsnot lösen wollen, dann lösen wir es nicht mit kleinen Schritten. Und deshalb kann ich sicherlich in einigen Punkten dem zustimmen, was auch Herr Lenders vorgetragen hat. Die einzige Lösung gegen Wohnraumknappheit, gegen den Wohnraummangel, ist der Zubau von Wohnungen und eben nicht zusätzliche Verschärfungen für Investoren, Restriktionen, die Investoren abschrecken. Und deshalb werden wir selbstverständlich beide Gesetzentwürfe ablehnen. Wir haben in der Metropolregion, und auch da sind wir uns in der Analyse, glaube ich, einig, wir haben in der Metropolregion ein in den letzten Jahren starkes Wachstum. Wenn man einmal sieht, wir haben in der Zeit 2011 bis 2016 mit steigender Tendenz einen Zuwachs allein in der Metropolregion Frankfurt von etwa 6,3 %, also 150.000 Einwohnern, die Wohnungen suchen. Und die Tendenz ist steigend. Wir haben Wohnbaufertigstellungen in einer Größenordnung von 9.000 bis 10.000 Wohnungen in dieser Zeit. Und wenn wir auf der anderen Seite sehen, dass wir mit diesen kleinen Maßnahmen eines Zweckentfremdungsgesetzes maximal im unteren dreistelligen Bereich uns bewegen, die Zahlen hat Frau Barth, glaube ich, selbst vorhin genannt, dann muss uns schon klar sein, dass dieses auf keinen Fall die Lösung dieses Problems sein kann. Wir haben uns in der Koalitionsvereinbarung dieses Thema auch sehr intensiv zur Brust genommen. Wir haben intensiv darüber verhandelt, und wir haben schon in der vergangenen Legislaturperiode die ersten Weichen dazu gestellt. Die ersten Weichen bedeuten, dass wir mit rund 2,2 Milliarden € Fördermittel verschiedene Instrumente in die Hand nehmen werden, um genau das zu schaffen, was notwendig ist, nicht nur Wohnraum, sondern auch Bauland zur Verfügung stellen können, damit Investoren in der Lage sind, Wohnraum eben auch an der richtigen Stelle zu schaffen. Wir werden in dem Zusammenhang natürlich auch darüber nachdenken, auf der einen Seite bezahlbaren Wohnraum in der Pflicht auch staatlicher Gesellschaften zu aktivieren. Ich glaube, dass das notwendig ist, und das haben wir in der Vergangenheit erlebt, dass auch die staatlichen Gesellschaften, die Wohnungsbaugesellschaften der Städte, auch des Landes, sich in den Markt bewegt haben, der eigentlich im freien Markt, der auf dem freien Markt eigentlich geregelt ist. Und ihre Kernaufgabe, nämlich bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, ich sage mal, mitgemacht haben, aber eben nicht in den Fokus gestellt haben. Das wird eine Aufgabe sein, die wir in den nächsten Jahren aktivieren wollen, dass eben staatliche Wohnungsbaugesellschaften, städtische Wohnungsbaugesellschaften wieder stärker in bezahlbaren Wohnraum investieren. Aber wir wollen auf der anderen Seite auch, und das ist ein ganz klares Ziel auch der Union, in die Eigentumsschaffung investieren. Wir wollen Möglichkeiten, auch das hat, glaube ich, Herr Lenders angesprochen, wir wollen Mietern Möglichkeiten schaffen, in Eigentum zu investieren, Mietern Möglichkeiten schaffen, sozusagen auch für ihre Altersvorsorge über Immobilien vorzubeugen. Und deshalb wird ein Teil dieser Fördermittel sicherlich auch auf solche Instrumente in Zukunft verwendet werden müssen. Und wir müssen, wenn wir über Bauen reden, auch über Planungsrecht reden. Selbstverständlich müssen wir über Planungsrecht reden. Einige von uns, von Ihnen, sind auch in den unterschiedlichen Gremien der Regionalversammlung oder auch des Regionalverbandes. Und wenn ich einmal die aktuelle Zahl sehe des Regionalverbandes, das weiß ich noch aus meiner Zeit. Ich habe damals den ersten regionalen Flächennutzungsplan hier auf die Reise geschickt, der für die Metropolregion 2.500 Hektar Flächen zur Verfügung, als Angebotsflächen zur Verfügung gestellt hat, und von denen heute im Jahr 8 nur 16 % tatsächlich entwickelt sind.
Das heißt, wir müssen darüber nachdenken, was ist die Hürde für die Kommunen, dass sie Bauland entwickeln. Woran liegt es? Es liegt nicht an dem Angebot möglicher Flächen, sondern es liegt daran, dass möglicherweise Bauen zu teuer ist in der Endkonsequenz für eine Kommune, für den kommunalen Haushalt. Es liegt vielleicht daran, dass Baurecht zu kompliziert ist, dass Baurecht zu lange dauert, um es am Ende auch zur Wirkung zu bringen. Und auch diese Punkte haben wir im Koalitionsvertrag niedergeschrieben. Werden wir uns intensiv anschauen, wo können wir Vereinfachungen schaffen, wo können wir Bürokratie abbauen, wo können wir Planungsrecht vereinfachen. Und wenn wir über Wohnen in der Metropolregion reden, dann bedeutet das, dass wir nicht nur über den Ballungsraum reden, sondern dass wir in der ganzen Region darüber nachdenken müssen, was uns natürlich fordert, auch den Verkehr näher an die Region zu holen, dass wir in öffentlichen Personennahverkehr investieren müssen, dass wir selbstverständlich die verschiedenen Alternativen, Sie haben in den letzten Tagen ja beispielsweise die Diskussion um Seilbahnen in der Metropolregion verfolgt. Also all diese Themen werden uns in den nächsten Jahren in dieser Frage beschäftigen. Und am Ende, glaube ich, ist eines klar. Ich komme an den Anfang meiner Rede zurück. Die Probleme lösen wir nicht in kleinen Schritten, sondern die Probleme lösen wir nur in dem Zubau, in dem Neubau von Wohnungen. Die Quote der Zweckentfremdung, die wir hier in unserer Region haben, ist im Übrigen weit unter dem, was wir in der Bundesrepublik haben, etwa bei der Hälfte, glaube ich, bei 1,4%. Und im Übrigen, das, Frau Barth, der Gedanke sollte Ihnen vielleicht auch noch mit auf den Weg gegeben werden. Diese Wohnungen, von denen Sie reden, denen Sie den Investoren, dem Wohnungsmarkt zur Verfügung stellen wollen, das sind mit Sicherheit keine Wohnungen in der Qualität, wo wir über bezahlbaren Wohnraum sprechen. Also von daher ist dieses Gesetz, dieser Vorschlag aus unserer Sicht für die Lösung des Problems ungeeignet. Deshalb werden wir beide Gesetzentwürfe ablehnen und werden mit eigenen, sicherlich auch sehr zukunftstragenden Vorschlägen in den nächsten Tagen an Sie herantreten. Vielen Dank. So, vielen Dank. Als Nächste hat sich Frau Förster-Heldmann von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zu Wort gemeldet. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als Erstes hätte ich die Bitte, kann man mir ein Glas Wasser bringen? Wir sitzen jetzt schon sehr lange hier, keine Mittagspause, halte ich alles aus, aber ich bräuchte gerade mal was zu trinken. Vielen Dank dafür. Also, ich habe festgestellt, in ganz vielen Bereichen sind wir ja einer Meinung, wenn es um Wohnungspolitik geht. Wir sind auch einer Meinung, Herr Bellino, gell? Ach, er hört es noch nicht mal. Na ja, gut. Wir sind auch einer Meinung, wenn wir darüber reden, dass Mieterinnen und Mieter geschützt werden müssen, dass wir mehr bezahlbare Wohnungen brauchen. Nur in der Wahl der Mittel, da gibt es doch unterschiedliche Einschätzungen. Ich finde, das hat sich in den ganzen Redebeiträgen eben ganz deutlich gemacht, wie groß dieses Delta ist. Ich bin der absoluten Überzeugung, dass wir in dem, was wir in unserem Koalitionsvertrag haben, und das, was wir in den letzten Jahren auf den Weg gebracht haben. Und, Herr Kasseckert, sehen Sie es mir nach, da ging es nicht allein darum, darüber zu reden, sondern es sind konkrete Dinge umgesetzt worden. Und das möchte ich auch hier schon noch einmal festhalten. Das ist eine ausgesprochen gute Grundlage für aktive Wohnungspolitik in der Zeit nach 2013 in dieser Koalition gelegt wurde. Und genau, weil wir haben ja auch schon mehrfach hier festgestellt, warum diese Fehleinschätzung in den letzten Jahren passiert ist. Warum hat man diese Entwicklung in den 2000er Jahren noch falsch eingeschätzt? Und, Herr Schalauske, Sie konnten es sich ja nicht verkneifen, auf Wohnungsverkäufe hinzuweisen. Aber dann muss ich auch Ihnen sagen, Sie haben in Berlin auch 60.000. Die Linke hat auch in Berlin noch 60.000 Wohnungen nach 2000 verkauft. Ja. Und was diese Koalition sehr bald
genau erkannt hat, ist, dass es wichtig ist, alle Player in der Immobilienbranche, sind es die Bestandhalter oder gerade die Bestandhalter, aber auch die privaten Investoren und vor allen Dingen auch die privaten Wohnungsbesitzer, die bilden nämlich das Gros ab, den überwiegenden Teil in dem Wohnungs- und Mietmarkt. Und all diese Player brauchen wir, und alle mit diesen Playern müssen wir zusammenarbeiten. Und was auch vollkommen klar ist, alle diese Player können sich auf diese Koalition verlassen, weil die Förderung für bezahlbaren, für sozialen Wohnungen ist immer weiter aufgestockt worden und wird auch jetzt wieder aufgestockt werden auf 2,2 Milliarden € bis 2024. Und diese Verlässlichkeit ist das, was der Wohnungsmarkt hier in Hessen braucht. Wir haben auch natürlich den Anspruch, Stadt und Land im Auge zu behalten. Und es geht auch darum, was für Bedarfe sind wo vorhanden. Und deswegen hat es keinen Sinn, einzelne Maßnahmen umzusetzen und zu sagen, das ist ein Punkt, wo wir noch etwas tun könnten. Ja, möglicherweise schon. Aber was halt wirklich wichtig ist, ist diese Fülle der Maßnahmen, die in den letzten 5 Jahren von Priska Hinz umgesetzt worden sind und der Koalitionsvertrag, der jetzt auch umgesetzt wird. Und ich finde, Ich finde nach wie vor die Forderung der Architektenschaft wirklich nicht immer nachvollziehbar. Und einige habe ich tatsächlich auch überzeugen können. Ich fand nämlich diese breite Angelegenheit, nämlich des Wohnungsbau auf mehrere Schulter zu verteilen, durchaus sinnvoll. Und was man an der Leistungsbilanz in den letzten 5 Jahren auch ablesen kann, dass da wirklich die Grundvoraussetzungen geleistet wurden. Aber ich will mal weitermachen und Ihnen auch noch einmal sagen, warum wir jetzt in dieser Kleinteiligkeit in diesem Gesetz unterschiedlicher Meinung sind, weil es eben eine ganze Menge Maßnahmen gibt, die jetzt demnächst auch die schon greifen und die auch demnächst noch mehr greifen werden. Da beziehe ich mich auch auf die Änderung der Hessischen Bauordnung. Das war ja eines der ersten Gesetzesänderungen, die ich mit hier begleitet habe. Ich habe den Minister Tarek Al-Wazir schon sehr bewundert. Ich fand, es grenzte an betreutem Regieren und an der vehementen Überzeugungskraft, hier wirklich in kleinteiligen Debatten auch auf die schrägsten, also in meinem Empfinden schrägsten Argumente eingegangen ist. Es hatte nicht wenig Erfolg. Manche sind einfach unbelehrbar oder haben die Komplexität des Sachverhalts nicht verstanden. Also, und wichtig bei der ganzen Sache eben ist auch die Änderung der Förderrichtlinien. Da kommt zum Tragen, dass eben auch Studierende und andere Menschengruppen, die besondere Bedarfe haben, in den Förderrichtlinien berücksichtigt sind. Wir haben einen Genehmigungsvorbehalt für Umwandlung. Es wurde bereits erwähnt. Wir haben die Kündigungssperrfrist ausgeweitet. Wir haben ein Modell der Konzeptvergabe, wo das Land sich aktiv mit den Kommunen daran beteiligen kann, dass es mehr Qualität in der Entwicklung von Bauflächen gibt. Wir haben den Vorrang von Eigenheimförderung zurückgenommen und sind bei der Wiedereinführung von der Fehlbelegungsabgabe. Wir haben die Mietpreisbremse und die transparenter und schärfer gestellt im Bund. Wir haben auch hier gerade in Hessen die Förderung von gemeinschaftlichem genossenschaftlichem Wohnen. Und das ist ganz besonders wichtig, weil wir festgestellt haben, dass der Bedarf ja immer mehr hingeht zu kleinen Wohnungen. Deswegen ist es wichtig, Wohnungsformen oder Gemeinschaftsformen zu entwickeln, wo mehrere Menschen in einer
ja, in einem eigenen kleinen Sozialverband wohnen können, weil wir dann auch wieder den Flächenverbrauch pro Person etwas zurückschrauben können. Auch das wird eine Zukunftsaufgabe sein. Wir haben die Nassauische Heim gestärkt und werden auch jetzt wieder darüber nachdenken, ob wir sie weiter stärken. Die Baulandoffensive ist erwähnt. Die Kappungsgrenzenverordnung sei hier auch genannt, und das Wohnungsaufsichtsgesetz gibt den Kommunen die Möglichkeit, Ferienwohnungen eben diese Umwandlung zu verhindern. Wir Frau Förster-Heldmann, kommen Sie bitte zum Schluss. Ihre Redezeit ist abgelaufen. Ungern. Ich hätte noch so viel zu sagen, nämlich, dass der soziale und ökologische Aspekt ganz wichtig ist und dass ich finde, jetzt lasse ich alles weg, was ich noch sagen wollte, neben den vielen wichtigen Dingen. In dem Delta, in dieser Diskussion, die sich heute hier aufgemacht haben, von da nach da, ich möchte keine Namen nennen, sage ich Ihnen, wir sind ganz richtig mit dem, was wir in den letzten 5 Jahren geleistet haben und was wir in den nächsten 5 Jahren noch leisten werden, ist genau der richtige Weg. Ja.